Er war gerade einmal 13 Jahre alt, als er dem deutschen Fernsehpublikum bekannt wurde. 1985 war Christian Karmann erstmals als Benny Beimer in der Serie Lindenstraße zu sehen. Nach ungefähr 7 Jahren verließ er die Serie. Es folgte eine erfolgreiche Film- und Fernsehkarriere. Auch bei internationalen Produktionen wirkte Christian mit. Für das Serienende kehrte Karmann im März 2020 noch einmal zur Lindenstraße als Gast zurück. So gut es in seinem beruflichen Leben läuft, umso schwerer hat es der Schauspieler momentan privat. Erst im Mai musste er den Verlust seines Vaters Ralf verkraften, der an den Folgen einer Corona-Infektion starb. Christian selbst hatte sich im März mit dem Virus angesteckt. Bei einem Besuch seiner Eltern habe er bereits einige Symptome bemerkt, wie er der Bild in einem Interview mitteilte. Weiter erinnerte er sich: Als ich nach Berlin zurückkehrte, hatte ich Schüttelfrost und 40 Grad Fieber. Aufgrund des schlimmen Krankheitsverlaufs lag Christian sogar für 3 Wochen im künstlichen Koma. Als er wieder erwachte, wurde ihm mitgeteilt, dass sein Vater noch am selben Tag an den Folgen von Covid-19 verstorben sei. Der Bild erzählte er, dass neben seinem Vater auch seine Mutter Ute und seine Schwester Bettina an dem Coronavirus erkrankt seien. Ob Christian seine Familie angesteckt hatte, wüsste er nicht mit Sicherheit. In dem Interview verkündete er damals noch, dass es sowohl ihm als auch seiner Mutter und seiner Schwester bereits besser ginge. Umso schockierender kommt jetzt die Nachricht, dass Christian Karmanns Mutter auch an Covid-19 gestorben sei. Der Bild berichtet der 49-Jährige nun: Meine Mutter Ute ist am 4. Juni verstorben. Sie hatte Krebs und dazu kam Corona. Er habe das Ganze noch nicht richtig verarbeiten können. Der Verlust läge ihm schwer auf der Seele. Christians Anker sind momentan seine beiden Töchter Madita Chloe und Elsa Julie. Er plane mit ihnen derzeit einen Trip zum Bodensee. Sie geben mir die Kraft, das alles durchzustehen, so der Lindenstraßendarsteller gegenüber Bild. Wir wünschen Christian Karmann und seiner Familie viel Kraft in dieser schwierigen Zeit. Christian war nicht der einzige Promi, der sich mit dem Coronavirus infizierte. Wer wird Millionär-Moderator Günther Jauch, Schauspielerin Liv Tyler und Sänger Robbie Williams steckten sich ebenfalls an. Während jene den Kampf gegen das Coronavirus mehr oder weniger glimpflich überstanden, hatten zu viele andere Menschen leider weniger Glück. Schauspieler wie Andrew Beck, Adam Schlesinger, Mark Blum und Hilary Heath erlagen der Krankheit. Auch Sängerin Trini Lopez schaffte es zum Beispiel nicht.